Ich habe jetzt schon 7 Monate meine Firma und ich finde einfach keine Kunden. Ich glaube, ich höre wieder auf, mein eigenes Unternehmen zu haben. Oder Jana, hast du noch eine Idee, was ich machen kann? Hallo, herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ich hoffe, es ist von der Tonqualität her okay, denn ich bin hier am Strand von Dubai. Das Meeresrauschen hörst du vielleicht im Hintergrund. Und hier ist es wirklich heute ein bisschen windig. Also, herzlich willkommen. Ich bin Jana Wiedewild und natürlich beantworte ich dir super gerne deine Frage. Aber lass mich dir erstmal eine Geschichte erzählen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe auf mein Handy geguckt. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich habe es trotzdem gemacht und habe festgestellt, gar nicht geladen. Es ist nicht geladen worden, also Akku war fast leer. War schon rot. Also rotes Batteriezeichen. Und wer mich kennt, der weiß, dass wenn Akku unter 50% ist, ist bei mir schon Panik. Ich also wieder, oh, geht doch gar nicht, mein Handy ist nicht geladen, was ist denn hier los? Nachdem ich dann feststellte, dass einfach dieses Ladegerät an der anderen Seite nicht in der Steckdose steckte. Mein Handy war zwar im Ladegerät drin, aber nicht in der Steckdose. Und was will ich dir damit sagen? Ganz einfach. Wenn du hinten keinen Strom reinsteckst, kannst du vorne auch kein Handy geladen kriegen. Sprich, wenn du hinten keine Mühe reinsteckst, wirst du vorne auch keine Kunden bekommen. Klingt jetzt wie maximaler Klugschiss. Da ist aber was dran. Also sprich, wenn du schon 7 Monate in deinem Business bist, wie viel Mühe hast du denn da reingesteckt, echte Beziehungen zu kreieren mit möglichen Kunden oder noch besser mit potenziellen Multiplikatoren? Wie viel Mühe hast du reingesteckt, dich selbst und deine Marke bekannt zu machen? Und wie viel Mühe und Aufwand hast du hinten in die Steckdose reingesteckt, damit vorne das Ergebnis rauskommt, was du haben willst? Wenn du schon 7 Monate selbstständig bist, und ich persönlich würde sagen erst 7 Monate, dann ist Regel Nummer 1, Geduld. 7 Monate ist keine besonders lange Zeit. Und es kommt mir manchmal vor, als wenn du so auf der Suche nach deiner Goldmine bist und du hast schon ein sehr, sehr tiefes Loch gegraben. Und du bist jetzt gerade vielleicht kurz davor, wirklich die Goldader zu finden, bist aber gerade dabei, die Schippe wegzuwerfen und deine Hacke aus dem Schacht zu klettern und zu sagen, nö, das ist einfach nicht meins. Ja, jetzt sagst du, ja, okay, aber ich brauche ja auch irgendwie Einnahmen. Na klar, das sehe ich ein. Aber nochmal eins. Wenn du hinten keinen Strom in die Steckdose reinsteckst, kommt vorne keiner raus. Dein Handy wird nicht geladen, sondern der Akku nimmt immer mehr ab an Ladung. Also, was kannst du machen? Du kannst dich nochmal wirklich deine ganze Kommunikation auf den Prüfstein stellen und kannst sagen, okay, wer genau ist denn mein Kunde? Ich gehe davon aus, du hast dir darüber Gedanken gemacht. Ansonsten kann ich dir nur sagen, tu das ganz dringend. Wer genau ist dein Lieblingskunde? Wie sieht er aus? Was ist der? Welche Medien benutzt er? Was für Hobbys hat er? Ich weiß, das ist für viele von euch langweilig und die sagen, eigentlich ist jeder mein Kunde. Natürlich ist theoretisch jeder dein Kunde, aber wen willst du ansprechen? Wen genau willst du ansprechen? Männlein, Weiblein, Altersgruppe und so weiter und so fort. Das ist das Erste, denn du rufst gerade ganz laut ins Universum, ich brauche Kunden. Ich brauche. Erstens erzeugst du damit einen Mangel und du sagst, okay, ich brauche etwas. Das Universum versteht Mangel. Das Zweite ist, du rufst, ich brauche Kunden. Aber du sagst nicht, welche Kunden? Wer soll das sein? Was soll derjenige schon mitbringen? Was ist sein drängendstes Problem, sein oder ihr drängendstes Problem? Und wenn du das alles hast, dann kannst du nochmal neu justieren, nämlich deine Ansprache.
deine Kundenansprache. Sehr, sehr wichtig, dass du die Kundenansprache so machst, dass sie deine Kunden verstehen. Also, du bist in deinem Seelenbusiness, davon gehe ich einfach mal aus. Und jetzt brauchst du noch deine Seelenkunden. Ich mache das mit meinen Kursteilnehmern gerade sehr, sehr intensiv und frage wirklich nochmal, hey, was genau von dem, was du kannst, was du willst, was du anbietest, was braucht denn da der Markt? Was braucht der Markt wirklich? Ich muss mal kurz unterbrechen, hier kommen gerade zwei Kamele vorbei, die ich sehr, sehr interessant finde. Ja, jetzt sind sie durch und ich kann weitermachen. Also, übrigens, der Kamelmensch, dem die Kamele gehören, der sucht noch Kunden. Weil das zweite Kamel ist leer. Also, da sitzt noch keiner und reitet mit. Ist nicht jedermanns Sache, meine ist es auch nicht, auch so ein Kamel zu reiten. Weil ich einfach meine, ich kann ja auch laufen. Aber Kamele sind echt schöne Tiere. So, aber zurück zu dir und deinen Kunden. Überleg mal ganz genau, wie viel Mühe du schon reingesteckt hast. Und jetzt sagst du, ja, ich poste jeden Tag auf Social Media. Ja, was postest du denn? Schreibst du über das, was dich interessiert? Oder darüber, was deine potenziellen Kunden interessiert? Ersteres, das ist wirklich wie Salz ins Meer kippen. Da kannst du kippen und kippen und kippen und es wird, das Meer wird nicht noch salziger werden. Jedenfalls nicht relevant. Das zweite heißt, okay, du überlegst dir wirklich ganz genau, was ist denn das, was ich meinen Kunden erzählen will? Und wo kann ich denn einen Mehrwert schaffen? Okay, jetzt sagst du, okay, ich poste, ich weiß das schon ganz genau, wer meine Kunden sind. Weißt du es wirklich ganz genau? Weißt du wirklich ganz genau, wie du sie erreichst? Und löst du wirklich ein drängendes Kundenproblem? Wenn du die beiden Fragen mit Ja beantworten kannst, dann kann ich dir nur sagen, mach weiter, du bist kurz davor, die Goldmine zu finden. Wenn du sagst, eigentlich poste ich immer so, was mir so in Sinn kommt, was ich so für mich so für richtig halte, kannst du ja machen. Aber ist es auch das, was deine Kunden berührt? Hast du mal gemessen? Also hast du mal gemessen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Post machst oder auf ein wie auch immer geartetes Online- oder Offline-Netzwerk-Event gehst, wenn es wieder möglich ist. Hast du mal gemessen, wie viele Leute du mit welcher Botschaft ansprichst? Also was? Wie reagieren die Leute? Also wenn du nur ganz wenige Likes hast, obwohl du vielleicht sehr viel Follower hast, dann kannst du wirklich mal gucken, ob es vielleicht mal ein anderes Thema sein darf. Nichts, was nicht über dein Business ist. Oder pitchst du zu sehr? Also bist du nur am Pitchen und sagen, hey, hier, ich bin die allercoolste, schönste, tollste, der Beste. Dann bist du vielleicht einen Schritt zu weit. Dann hast du vielleicht noch keine gute Kundenbeziehung hergestellt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Fakt ist, wenn du ein geiles Business hast, wenn du ein Produkt hast, was die Menschen wirklich brauchen, wirst du früher oder später die Goldader entdecken. Und wenn du jemanden suchst, der dir bei der Navigation ein Stück hilft vielleicht, wo deine Goldader liegt, dann sprich mich doch gerne an. Ich habe sehr, sehr, sehr schöne und tiefgehende Kurse. Zum Beispiel den Kurs, den ich gerade fast final fertig habe. Das ist der Kurs, wie finde ich mein Seelenbusiness? Und ein zweiter, der auch recht zeitnah rauskommen wird, ist der Kurs, wie du wirklich die Business-Beziehungen kreierst, die deinem Seelenbusiness dienen. Also es sind zwei Schritte. Das erste ist, was ist mein Seelenbusiness? Und das zweite ist, wo sind denn die Beziehungen, die ich brauche, die ich wirklich brauche, die mir gut tun, die meinem Business entsprechen. Und dann kannst du mich natürlich auch im One-to-One buchen, wann immer du möchtest. Also sprich mich an, folge mir gerne auf Social Media und wenn du eine Marketingfrage hast, dann stell sie mir dienstags und donnerstags immer in diesem Podcast. Ich beantworte deine Frage. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Jana.